Yes. Also ein bisschen. So. Hörst du mich gut? Hör dich sehr gut, ja. Ah, und der Bild, habe ich schon wieder gesagt. Und der Bild. Der Bild ist gut. Der Bild ist super. Bam! Feel Good Podcast, weitere Solo-Folge, und zwar, weil wirklich so viel zu besprechen ist. Es ist unglaublich. Einerseits natürlich weiss ich, dass tatsächlich Menschen auf podcast@joelvonmutzenbecher.ch Mails geschickt haben. Ich weiß nicht, wie viel. Das letzte Mal, als ich geschaut habe, sind es, glaube ich, 5 gesehen. Immerhin, ja. Und ich habe kein einziges aufgemacht, nicht einmal den Betreff gelesen. Also ich habe gesehen, 5 neue Mails, und dann habe ich gerade wieder das Fenster zugemacht. Das werden wir sicher später behandeln. Andererseits läuft ja sonst wahnsinnig viel. Ja. Euro, vor 2 Wochen hat niemand gewusst, dass sie stattfinden wird. Und jetzt überall Public Viewings, Menschenmassen, verzögerte Schrei. Mittlerweile ist es so schlimm, wegen diesen TV-Boxen und diesen Streaming-Anbietern, und du tust übers Internet streamen und was weiß ich, dort ist es mittlerweile so, dass die Zeitverzögerung kann bis zu 3 Minuten Unterschied haben. Das ist einfach irgendwie, frag mich nicht, hier in Zürich an der Langstrasse, kannst du wirklich sehen, das macht «Hey! Hey!» und dann geht es nochmal eine Minute und dann macht irgendein anderes «Hey!» Also gestern zum Beispiel, wir nehmen das am Donnerstag auf, kommt von Donnerstag auf Freitag Nacht, ja. Raus. Gestern war Italien Schweiz gesehen, und wo die Italiener den Eckball haben, hören wir schon Leute schreien. Dann haben wir schon gewusst, so einen schnellen Konter kann es nicht geben. Und hast du den Match geschaut, Christoph? So nebenbei, du weißt, ich bin nicht wirklich der Fußballmensch, aber ich habe also, es schon mitbekommen. Ich war da vorne im Biergarten gewesen, da im Bermuda-Dreieck, und dort ist das natürlich, hat man das nicht können. Ignorieren, also. Eben, darum frage ich. Also, ob du es gesehen hast, ich weiß schon, dass du nicht interessiert bist, aber man kriegt es ja doch damit. Ja, das 2-0 habe ich gesehen und so. Ja, ja. Ja, weil, Begeisterung ist nicht riesig gewesen. Also, was? Begeisterung ist nicht riesig gewesen, hat nicht viele Italiener da gehabt. Das glaube ich, ja. Weil eben, das Ding mit der Euro ist, sie haben ja eigentlich im Vorfeld haben sie null Werbung gemacht, dass die stattfinden wird. Ist ja auch vielleicht ein bisschen fraglich, warum die überhaupt stattfindet, wenn sie da irgendwelche, wenn sie irgendwelche Reisebestimmungen müssen umgehen, indem sie quer durch Europa hin und her fliegen, damit man nicht in Quarantäne muss, damit nachher der Match kann stattfinden. Und Baku finde ich immer noch riesig, dass in Baku Match gespielt werden. Aber wegen dem Italien-Schweiz-Match, ja, ist kein Spass gesehen. Logischerweise kein Spass gesehen, hat keinen Spass gemacht. Ich finde, die Italiener haben eine super Truppe momentan. Und mir gefällt es auch, dass die so auch mal nach vorne spielen. Ja, nicht nur hinter verwalten, wenn sie das 1-0 gemacht haben, sondern die haben Freude, da ist Emotion dabei, das läuft. Die Schweizer spielen, wie sie immer spielen. Aber was ich nicht ganz verstand, ist, warum jetzt so auf einen rumgehackt wird, wegen der Haar, wegen der Frisuren. Also abgesehen davon, ich mache jetzt dann auch wieder meine weiße Matte auf den Sommer, habe ich sehr Bock drauf, aber die hat dann auch mit dunklen Haaren scheiße gespielt. Also weißt du, das macht so wirklich einen Unterschied. Was ist jetzt das Problem, dass irgendein Coiffeur zu ihnen ins Hotel kommt und ihnen mal schnell die Haare weiss macht? Ich meine, der Cristiano Ronaldo, so wahrscheinlich immer noch beste Fußballer auf der Welt momentan, der hat schon während Match, in der Pause, hat er sich seine Haare neu frisiert. Der hat sogar während dem Match Zeit gehabt. Und von dem heisst es, er sei der härteste Trainierende, kommt am Morgen als Erster, geht und oben als Letzter, schießt 5000 Freistöße, bis er überhaupt einmal seine Schuhe bindet. Wahrscheinlich macht er noch 3 Purzelbäume nach jedem Goal. Und keine Ahnung, was der alles macht. Ja? Du weißt, wir sind Schweizer, da dürfen wir keine Star-Allüre haben. Also vor allem auch. Es ist ja nicht einmal eine Star-Allüre. Das ist ja der eben, Punkt. Aber das gilt schon als. Ach was. Der andere tut sich in der Pause noch frisieren und schießt nachher gleich 2 Töpfe. Also weißt, ich glaube einfach, für die Qualität vom Spiel macht es keinen Unterschied. Sie hat so oder so scheiße gespielt. Das sage ich. Aber jetzt auch noch, jetzt auch noch mit Star-Allüre, also in Anführungszeichen. Ja, krass.
Ja, yeah, aber eben, also an der Haaren ist nicht gelegen. An den Haaren herbeigezogen, ja. Ob sie es jetzt gemacht haben oder nicht. So, vielleicht hat sie, keine Ahnung, vielleicht hat sie sogar etwas Gutes da, dass sie es gemacht haben, im Sinn von, ah, man hat noch etwas Lustiges gemacht. Du kannst ja nicht an einer Meisterschaft, sei es Welt, Euro oder was weiß ich, kannst ja auch nicht 24 Stunden am Tag trainieren. Du musst ja noch irgendwie die ablenken, musst ja deine Zeit irgendwie umschlagen und du bist in einem Hotel, Fußballer normalerweise, keine Ahnung, vor 24 Stunden trainieren sie zwei, keine Ahnung, vielleicht auch vier, vielleicht auch sechs, I don't know, aber sagen wir zwei, ja. Dann pennen sie sicher acht. Wäre gut, wenn sie acht würden pennen, eher neun. Dann ist vielleicht zusammengerechnet noch eine Stunde Essen zu Mittag und zu neun zu Mittag, zu vier zu Nacht, keine Ahnung, immer so ein bisschen Protein und so. Und den Rest davon spielen sie PlayStation. Wahrscheinlich, ja. Nein, ich weiß es. Ja. Es ist so. Aber es ist ja kein Problem. Weil du brauchst ja irgendwann die Zeitvertrieb, sagen wir jetzt mal. Also, PlayStation weiß ich nicht, ob sie die im Hotel haben. Dann lang willst du jetzt dort. Ist das super, wenn einer kommt und deine Haare färbt? Du bist schon mal sechs Stunden beschäftigt. Die Frauen dürfen wahrscheinlich auch nicht mitkommen. Also hast du auch dort keine Beschäftigung. Ja, dann musst du irgendetwas machen, ja. Oder? Ja, wie viel Kaffee willst du noch saufen? Ja. Und dann, und ich glaube, das ist ein Hollywood-Star, von dem erwartet man das ja eigentlich, dass der, vor allem Frauen, dass die sich stylen und Geld ausgeben und die bewundern wir, aber irgendwie für Fußballer ist das nicht akzeptabel. Ja, bei Fußballer wird halt eben mehr erwartet, dass sie. Es ist natürlich schon so, gell? Es wird eine Leistung auf dem Platz erwartet. Und wenn die kommt, dann kannst du drumherum machen, was du willst. Wenn die nicht kommt, dann wird alles, was drumherum gemacht wird, kritisiert. Aber das Paradebeispiel für mich ist die Jordan-Doku, über die haben wir auch schon ein paar Mal geredet, The Last Dance auf Netflix. Der Dennis Rodman in den 90ern, der sagt, ey, ich brauche mal schnell eine Auszeit. Ich gehe 48 Stunden auf Vegas. Er ist in Vegas, macht Party bis zum geht nicht mehr, ein Shot nach dem anderen, keine Ahnung, was er sonst noch alles gefressen hat. Carmen Electra ist am Start, sonst was er in sich alles für Bunnies. Und dann kommt er zurück ins Camp und wo sie das Training machen, ist er der, wo alle anderen davor rennt. Weil er sagt, ich habe jetzt meinen Spass gehabt und jetzt bin ich da und da arbeite ich jetzt auch schnell. Also es geht schon. Ich habe das Gefühl, dass bei Fußballern mittlerweile wird viel zu fest drauf geachtet. Haben wir mit dem Benny Huckli darüber geschwätzt. Mein Gott, wenn du, was ist gesehen, Wayne Rooney, irgendwie zwei Tage vor einem Match, wenn der nicht mehr etwas trinkt und dann ist halt ein Bier, sehr ein Problem. Also weißt du, was ich meine? Also, aber es wird dann oft eine Woche lang drauf rumgehackt. Und bei uns ist es immer so ein bisschen nörgelig und geil ist natürlich so bei den latinischen Zeitungen. Ich meine, Spanien, dort ist jetzt schon alles wieder vorbei. Die Italiener, dort sind sie schon Weltmeister, auch wenn es nur eine Europameisterschaft ist. Und bei den Engländern ist momentan noch alles okay, bis die Menschen den Podcast hören oder gelost haben. Ich glaube, ist heute England-Schottland? Ich weiß es nicht. Du fragst du falsch, aber wir können es nachschauen. Ja, aber das ist geil. Wissen wir es denn? Ja, England-Schottland finde ich einfach einen geilen Match. Mhm. Also, da könntest du jeden Monat einfach mal machen. Ja. Und du könntest sicher so als Barometer nehmen für die politische Lage, wie die hure Krake damals, die irgendwie ausgelost hat. Die Krake, wie hat die geheißen? Paul. Wieso gibt es. Ja, so, ich glaube, man muss. Irgend so etwas muss man haben, damit man muss immer entweder Frisuren oder einen Kraken oder weiss ich was, man muss immer ein Side-Thema haben und da können Medien, ich weiss es, ich war einmal Blickredaktor, also nicht im Sport, yeah. Du musst einfach irgendetwas Absurdes erfinden und dann hast du es exklusiv oder bist der Erste, der damit kommt, du musst irgend so eine Geschichte genau. haben. Ja klar, weil, also wie oft willst du über den Match an sich reden? Weißt du, das ist ja, ich meine, gestern habe ich gemerkt, Schweiz, Italien. So, mit Kollegen abgemacht, hey, wir haben dort reserviert, draussen, es gibt etwas Kleines zu essen, tipptopp. Acht ich dort gesehen. Dann kommt die Vorberichterstattung und dann denke ich so, voll geil, jetzt geht's los. Und dann ist 20 ab 8. Und dann merkst du, jetzt geht's noch fucking 40 Minuten, bis der Match anfängt.
Ah nein, so, was machen sie denn? Ja, schwätzen wir nochmal ein bisschen drüber. Und nochmal ein bisschen drüber. Und ich verstehe es ja. Wenn zum Beispiel, wenn Formel 1 ist, ich schaue jeden kleinen Seitenbeitrag drüber, obwohl ich eigentlich schon alles weiß, weil ich irgendwie drauf gehypt bin. Ich verstand den Teil. Aber nach dem Match, gerade gestern, Schweiz-Italien, was kannst du noch sagen? Italien hat geil gespielt, Schweiz hat scheiße gespielt. Viel so einfach ist das. Ich weiß gar nicht, ist das, ich kenne so Berichterstattung in anderen Ländern nicht, aber ist das nicht ein bisschen auch eine Schweizer Eigenart, dass wir alles analysieren und besprechen? Und nein, nein, das ist einfach eine Sporteigenart. Mhm. Du musst ja etwas zu erzählen haben. Und wenigstens, die Schweizer sind immer ein bisschen hinter drin gewesen, weil da hast du einfach so Alibi-Experten gehabt, wo wirklich einfach, es gibt ja jetzt, weißt du, ich probiere immer so zwei, drei aus, wo irgendwie mal dann hockt wieder irgendjemand dort, wo du sagst, keine Ahnung, wer das ist. Mal schauen. Und es ist dann wirklich einfach so, jo, schon gut gesehen, viel Druck nach vorne. Also quasi, sie gehen eigentlich ein Spielerinterview jetzt einfach als Experte, oder? Mhm. Das braucht es nicht. Sondern was, nicht, weil er dort zu Gast war, aber was der Benny Huckel macht, finde ich recht geil. Der Diego Benaglio habe ich super gefunden. Also es gibt so zwei, drei, wo effektiv sich getrauen, ehrlich zu sein und wenigstens mittlerweile eben auch ein bisschen taktische Auseinanderbeinung machen, wo dann halt wirklich erklärt wird, schau mal, das machen sie jetzt recht oft, da hat eigentlich der Raum zugemacht werden, da hat die Person dort angehen, dass einfach so ein Trottel wie ich ein bisschen versteht, warum es jetzt das Goal gegeben hat, oder? Weil du siehst es sonst nicht, du siehst es sonst auf den Pass und den Schuss und den ist er. Und auch in einem Stadion, wenn ich den FCB schaue, vor zwei Jahren, wo wir das noch können, da hast du natürlich 30'000 Experten, aber es kann dir nie einer sagen, was jetzt genau schiefgelaufen ist, sondern es ist einfach immer, der steht falsch, wieso? Ja, er ist nicht am Ball, ja, aber er müsste ja eigentlich dran dort decken oder der Raum oder was auch immer. So, und was du in anderen Ländern hast, ich meine zum Beispiel Deutschland hat schon immer so ARD, ja, Deutschland auf jeden Fall. ARD, ja. Weltklasse, aber auch Sky, dort sind auch die Fragen, weißt du, dort wird richtig ein bisschen nachgebohrt, aber nicht einfach fühlst du dich scheiße, weil du verloren hast, sondern eben irgendetwas Taktisches, wo dann gerade probiert wird, auseinander. Aber rein vermarktungstechnisch ist das ja wahnsinnig wichtig, weil du kannst dich ja, sie zeigen ja alle nur den Match sonst, du musst dich abheben. Und deshalb, und dann wollen die Sender, dass man das bei ihnen schaut. Man sagt ja dann oft, ich schaue das nicht beim Schweizer, sondern dort und dort. Mhm. Einfach aus dem Grund, oder? Ja. Also eben, weil du brauchst ja mit dem ganzen Drum und Dran, du brauchst Figuren, du brauchst eine gute Analyse und dann wird es langsam spannend. Aber zum aufs Medienthema zurückzukommen, eben, wie lange willst du über einen Match schwätzen? Nach 10 Minuten ist das durch. Also brauchst du eben die Side-Themen. Und also Paul die Kake habe ich großartig gefunden. Ich frage mich, wer sich so etwas ausdenkt. Das muss ja ein Genie sein. Also, wirklich, also wenn man jetzt da irgendwie gut Kuhfladen-Bingo und so, das kennt man ja, aber ja. Ein Kraken, das ist so sehr. Hat immer richtig getippt. Ja. Das kommt dann noch dazu. Man hat herausgefunden, dass Kraken etwas von Fußball verstehen. Ich weiß nicht, ob die irgendwie. Ja, irgendwie. Vielleicht ist es auch ein Mastermind gesehen, der selber schon Tipps abgegeben hat und gefunden hat. Ich tue das eine Fähnchen, den ich immer irgendwie besprühe mit etwas, wo die Kraken interessant findet. Ich weiß nicht, Kraken schmecken, glaube ich, nicht, aber vielleicht irgendwie etwas Visuelles oder. Touchy-feely, keine Ahnung was. Und durch das tut die Krake immer dann das Fähnchen aussuchen. Aber gibt es ja, glaube ich, nicht mehr, Paul der Krake. Ja, das wäre eigentlich mal. Es gibt doch so eine Rubrik, aber was wurde eigentlich aus? Und da könnte man mal herausfinden, recherchieren, was aus Paul geworden ist. Ich weiß gar nicht, wie alt so ein Krake wird, wahrscheinlich auch. Uralt wie ein Schildkrott oder irgendwie so. Exotische Tiere werden doch immer sehr alt. Ja, yeah. Ich auf Hawaii, im Honolulu Zoo, habe ich die, dort gerade älteste Schildkröte auf der Welt gesehen. Über 250 Jahre. Schätze. Keine Ahnung, wie viel. Ich habe gemeint 100 irgendetwas, aber sehr alt. Ja. Und trotzdem noch recht fit irgendwie. Ja gut, die machen sich ja nicht gross, die machen ja nicht grosse Bewegungen. Ist alles auch ein bisschen Slow Motion, oder? Ich kann mal sagen, ein Schildkröte ist ja schon mit 2 Monaten, wirkt sich schon extrem alt, so vom Tempo her. Wird schon alt geboren, bleibt dann einfach 200 Jahre lang alt. Das ist wie Dings, wie heißen sie, Rauhaardackel.
die sehen oft schon bei Geburt super alt aus. Weil sie haben so eine geile Schnauze. Ja. Sie sehen oft aus wie alte Hunde. Das ist wegen dem Schnauz, oder? Ja. Aber die werden nicht älter als. Die sehen einfach alt aus. Hunde werden die alle etwa so 15 Jahre alt. Ja. Oder? Mhm. Ja, das ist dann. Kommt auch noch ein bisschen auf die Züchtung drauf an. Ja. Aber dort ist dann langsam die Limite. So, genug Fußball. Sollst du deine Mails aufmachen? Nein, noch nicht. Sondern hast du Jim and Andy geschaut? Ja, also. Wirklich? Ja. Also, ganz? Nicht ganz. Nein, noch nicht ganz. Aber ja, es kann ja nicht sein, es geht 90 Minuten. Ja, also ich habe keine Zeit gehabt jetzt. Aber ich weiß jetzt alles. Ich habe das quer geschaut. Ich weiß alles über den Tony Clifton. Ja. Yeah. Ich werde es mir auch noch ganz und zu Gemüte führen. Das ist wirklich eine coole Sache. Ich habe das wirklich nicht gewusst, dass es die Dokumentation geht. Und da hat er 20 Jahre später hat er das Ganze analysiert. Mhm. Sehr cool, ja. Sehr cool. Ja, also ich ohne Scheiß, heute habe ich mir überlegt, ich muss dir logischerweise fragen, ob du das endlich gesehen hast. Und da habe ich so gedacht, ich weiß gar nicht, was für Match heute sind. Hat einen Auftritt, es wird aber nicht allzu lange gehen. Dann habe ich gedacht, vielleicht gehe ich dann heim und schaue auf Jim and Andy. Weil ich habe so viel darüber geschwätzt. Wie oft hast du ihn schon gesehen? Einmal, okay. Wo er rausgekommen ist. Ja, das ist sicher etwas, was man mehrmals schauen kann. Ja. Unbedingt, unbedingt. Mhm. Und dann habe ich gedacht, vielleicht schaue ich das. So, jetzt zu den Mails. Jetzt bin ich sehr gespannt. Das ist jetzt wie ein Adventskalender, wenn du das jetzt öffnest. Du weißt nicht, was drin ist. So, ich logge mich ein und wir haben... Bam. 6 neue Nachrichten. Okay. Ich weiß nicht, ob ich den Absender auch soll sagen. Ich sage, glaub einfach, was sie effektiv im Text schreiben. He? Hey, Schöcku, hat grad die Podcast zum Haarblondieren gelost? Siehst du jetzt? Hat sie scheiße Fußball gespielt? Hey, merci viel mal, dass du erwähnt hast wegen dem Old Capitol. Ich hätte das voll verpasst, sonst. Gerade Tickets gekauft. Ah, sehr gut, ja, yeah. Old Capitol. Old Capitol in Langenthal. Gutes Stichwort. Ist in einer Woche, 24. Ja. Ah. Mhm. 24.06. Grossartiges Line-Up. Donnerstag. Mhm. Richtig. Stefan Büsser, Rob Spence, Helga Schneider und meine Wenigkeit moderiert. Und begrenzt auf 100 Plätze. Es hat noch ein paar, aber nicht mehr allzu viel. Und freuen uns sehr. Muss ich unbedingt kommen, wenn schon mal ein Comedian so viel nach stattfindet. Und BTW, ich finde die Idee im Fall recht geil, Comedy mit Problemcoaching zu koppeln. Ah, das haben wir besprochen. Oh. Ja. Ich wäre die Erste, die gerade mit mir, meiner Beziehungskatastrophe, womit mir, jetzt habe ich es verstanden. Oh, Dialekt. Meiner Beziehungskatastrophe gibt gutes Material ab. Winky. Liebe Grüße aus Huttwil. Ah, Huttwil! Dort gibt es auch eine geile Location. Dort hat der Reto Joost hat... Oh, wie heisst das? Achtung. Wo in aller Welt ist Huttwil? Eins nach dem anderen. Sagt er dann schon noch, wo es ist. Improvisorium. Ganz geile Location. Falls ihr das hört, Improvisorium, ich komme mal zu euch Solo spielen, ob ihr wollt oder nicht. und Huttwil ist wirklich, es ist halt wirklich so im absoluten Zwischenbereich von so Berner, ich weiß nicht einmal, wie man das Land nennt. Ich habe es gefunden, da in der Wikipedia steht, das Blumenstädtchen Huttwil liegt im Süden des Oberaargaus. Wie hast du Huttwil geschrieben? Mit zwei T. Ja, aber es ist Kanton Bern. So. Ist so. Anyway. Das ist aber oben. Das ist eben so, Insiderwissen, dass nämlich das Oberaargau, ein Teil, Verwaltungskreis Oberaargau, ist ein Teil des Kantons Bern. Ah. Muss man wissen, oder? Okay. Puh. Ja, anyway. Sie ist aus Huttwil und man sieht sich im OC Jazz. Von meinem iPhone gesendet. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich sehr. Wegen Bestimmungen und so kann man noch nicht, glaube ich, einfach unter die Leute Shots trinken bis zum geht nicht mehr. Aber wir sehen uns sicher und ich freue mich riesig. So, nächste Nachricht.
Lieber Joel von Mutzenbecher, vor einer Woche habe ich unten stehenden Kommentar nach deinem Podcast Nummer 59 gepostet. Heute, also der unten stehenden Kommentar, okay. Heute beim Solo hast du die Podcast-Mail-Adresse angegeben. Nun habe ich keine Liebesbrief-Abfallgeschichte oder ähnliches, aber es würde mich freuen, wenn du meinen Kommentar lesen würdest. Du bist ein genialer Moderator. Ich erfinde das nicht, das steht wirklich so da. Du bist ein genialer Moderator oder muss ich sagen, viel gut Podcaster. Mit deiner ehrlichen Offenheit, mit deinen eigenen Stärken und Schwächen umzugehen, vor allem letztes, dein aufmerksames Eingehen auf dein Gegenüber, deine Wachheit und Positivität, deine aufgestellte Fröhlichkeit, dein Allgemeinwissen und im Speziellen dein Fachwissen. Fachwissen. In verschiedensten Gebieten bewundere und genieße ich beim Schauen. Ich muss sagen, ich habe den Kommentar dort schon gelesen, ich glaube auf YouTube, und es hat mich wahnsinnig gefreut. Herzlichen Dank für diese wunderbaren Stunden, in denen ich dich und ganz viele Schweizer Kulturschaffende kennenlernen durfte und durch dich gut unterhalten wurde, während dem Zuhause bleiben. Liebe Grüße, Marliese. Viele, viele Dank. Das ist toll. Das klingt ja wie so ein Bewerbungs-, wie sagt man, ein Arbeitszeugnis, ein Empfehlungsschreiben, oder? Es klingt eigentlich, wie ein Pressetext, wo man sich selber, ja, so wo man über sich selber schreibt. Da könnte ich, hätte ich jetzt können schreiben Komiker. Über Joel von Mutzenbecher. Ich schreibe es zwar, aber ich tue dann so. Joel von Mutzenbecher mit seiner ehrlichen Offenheit und seinen eigenen Stärken und Schwächen umzugehen. Nein, es freut mich sehr. Ich glaube nicht, dass ich so, dass ich dem allem gerecht wird, wo da geschrieben wird, aber ich schätze es sehr. Ich finde schon, doch, das kannst du jetzt wirklich, das können wir jetzt wirklich sagen, ja. Ja. Das ist gut beschrieben, ja, ohne Übertreibung. Ich merke das natürlich, wenn ich mal einen nachlose, merke ich natürlich schon das eine oder andere. Anyway, das schätze ich sehr, ich hoffe, man sieht sich mal an einer Show. Alles Liebe. So, nächste Nachricht vom Florian. Der Florian kenne ich, habe ich kennengelernt an einer Show von mir. Die ist sogar online. Mein drittes Solo, Halbidiot, auf YouTube, ist in voller Länge zu sehen. Und am Anfang, wie immer, schwätze ich mit den Leuten und so. Und er ist einer von denen gesehen. Und ist durch das ein guter Bekannter geworden, der an viele Shows schon gekommen ist. Ist auch an dieser legendären Show gesehen, Zug, einen Tag vor dem Lockdown. Und ein sehr treuer Zuhörer. Also so ein Fan, der dir nachreist, auch eigentlich, oder einfach immer auftaucht, wenn du in der Nähe bist. Ja, ein sehr mühsamer Fan, eigentlich, wo die nichts mit dem zu tun haben. Oh. Auf dem Nein, natürlich nicht. wunderlässige, gute Oben miteinander. Bezugnahme, letzte Solo-Podcast-Folge. Das Jahr ist das 25-jährige Jubiläum von Pokémon. Darum habe ich mir gedacht, ich suche meine Karte von 1999 und mache mir eine 2021-Challenge draus. Alle 151 wieder zusammenbekommen. Bis jetzt komme ich null draus. Aber nach dem Wechsel von der Primar- und Oberstufe ist Pokémon nicht mehr so interessant gewesen. Ich bin dann der festen Überzeugung, dass ich damals meine Pokémon-Karte gegen Magic-Karte getäuscht habe. Siehst, ich weiß nicht, wie viel jünger der Florian ist, aber es reicht gerade, dass mit dem Zeugs bin ich schon nicht mehr dabei gewesen. Ich habe noch Fun Caps gehabt, ich habe noch Jojo gespielt und da sind sie schon mit der Magic Karte gekommen. Da haben wir schon ein bisschen drüber gelacht. Das ist bei uns schon so gesehen, so Magic Karte. Ja. Völlig enttäuscht vom Vergangenheits-Florian bin ich dann trotzdem mal bei meinen Eltern in Keller gegraben. Viele Kisten, Liebesbriefe, Linkin Park Poster von Bravo Heftli, Playmobil und Staubspäter. Geht mir Puzzleschachtel aus der Hand, weil schwerer als angenommen. Und der Gucke geht raus, plus halt alle 1000 Puzzleteile inklusive zusammenlesen. Zibbeli, meine Pokémon-Karten sind vorgekommen. Sensationell. Leider nicht ganz alle, weil gewisse glänzige, die heutzutage mehrere tausend Franken wert könnten sie wirklich gegen eine Kiste voll Magic-Karten täuscheln. Oh. Das ist so wie Bitcoins, oder? Wo man dazu ja, genau. Ich finde mein Key zum Wallet nicht mehr und hat irgendwie 33 Milliarden in Wert von Bitcoins. Aber ich habe das zum Beispiel gemacht. Das ist ja. Weiß ich nicht mehr so genau. Mein Vater hat mich mal daran erinnert. Ich habe ja Basketballkarten gesammelt, weil ich großer Basketballer, großer Basketballfan, eben Michael Jordan und so.
Und er hat mich daran erinnert, dass ich als kleiner Goof, wo ich alle die Karten hatte, wo ich glaube, dort schon zum Teil einiges an Wert hatten, die habe ich alle gelocht, damit sie keine Ordnung haben. So, natürlich bin ich durch das brutalstens ausgelachen worden. Und dann bin ich mal heulend heimgekommen und ein riesen Ding. Hat vielleicht schon seine Gründe, warum ich Komiker geworden bin. So, von denen ich aber weiss, dass sie auch Sammlerwert haben. Und die kann ich ohne schlechtes Gewissen verzschädern. So, um die sehr kartenlastige Story zu beenden, sage ich nur noch, für mich ist das eine von vielen Arten, mich gut zu fühlen und mein inneres Kind nicht zu verlieren. Darum macht immer wieder mal Sachen, die ihr als Kinder geliebt habt. Ja? Ohne Erwartungshaltung. Einfach spielen oder ein Lego-Technik-Lambo zusammenbauen, wie du schon letztes Jahr. Oder ist doch ein Mustang gesehen? Ich wollte gerade sagen, es ist ein Mustang gesehen. Und keine Technik oder so, sondern ein Mustang. Mhm. Klassisch, so, ich glaube 68er. Schöne Sepa. Vielen Dank fürs Zulesen. Zulesen. Und ich lese jetzt, die Folge weiter. Ciao Sonntag, schöner Kasper. Und ganz viel fest, liebe Grüße aus Basel an euch. Bleibt lässig mit einem Herzchen, Florian. Vielen, vielen Dank. So, dann kommt PS Mini Story. Jetzt weiß ich auch, warum wir 5 Mails haben. Oder 6. Nochmal von Florian. Durch die ganze Aktion bin ich wieder mit alten Freunden in Kontakt gekommen und sehr viele wunderschöne Momente sind passiert und jetzt fehlen nur noch 6 Stück. Also 6 wunderschöne Momente oder 6 alte Freunde. Nein, 6 Pokémon. Also falls jemand noch seine alte Pokémon-Karte auf Deutsch von 1999 hat, gerne auf Insta @f_loria_n schreiben. Ich habe noch genug zum Tüscheln. So, und dann... Re-PS Mini Story. Er hat sich selber geantwortet auf seine Story. Nochmal. Einfach von ganzem Herzen danke für jede einzelne Folge. Sie gern mir so viel. Sei es menschlich, seelisch, künstlerisch, motivierend, beruhigend, bestätigend und. Danke. Nochmal mit einem Herzli. Das ist so lieb. Wirklich. Super herzig, ja. Vielen, vielen Dank, treue Kommentierer und Loser und Feedbacker. Und macht sehr Freude. Darum schreibt weiter podcast@joelvonmutzenbecher.ch, weil, das kann ich jetzt eigentlich auch mal verkünden, es wird ab, ich habe entschieden, habe jetzt mal so geschaut den Kalender, ab Juli, ja, wird wöchentlich, nebst der normalen Folge, wo wir einen Gast haben, wo nach wie vor am Freitag rauskommt, wird es noch neu jede Woche eine Solo-Folge geben. Zum Teil dann auch ohne dich, Christoph, weil je nachdem, wo ich bin. Kein Problem. Und ich muss ja auch mein Vlogger-Kit, das ich mal bestellt habe, muss ich auch irgendwie amortisieren. Mm. Weil mit einem Vlog ist es noch nicht gemacht. Also ein richtiges Vlogger-Kit hast du bestellt. Es funktioniert super, der Ton ist 1A, das Bild ist... Weil es ist für Road oder Zug. Yes. Road und das wird dann jeweils am Dienstag rauskommen. Immer am Dienstag Solo-Folge, am Freitag mit Gast. Und wenn wir es zeitlich hinkriegen, dann schaue ich, dass sogar die YouTube-Folgen früher werden sein. Bis jetzt haben wir es immer gehabt, dass die Audio-Folgen zuerst gewesen sind. Aber wenn man es schafft, dass die YouTube-Folge mal früher ist, wäre noch geil. So, dann haben wir nochmal eine Mail von deren alte Dame hier. Bei uns in der Familie eine Legende. Der Onkel, ich glaube, das ist Abfallgeschichte steht. Abfallgeschichte. Bei uns in der Familie eine Legende. Der Onkel hat von der Großmutter Schoki und eine Karte auf die Weihnachten bekommen. Das Kuvert hat er gerade direkt das Feuer im Schmiede fortgerührt. Ich ahne schon, was es war. Ja. 3 Tage später fragt ihn seine Schwester, was machst du eigentlich mit diesen 1000 Stutz, die du von der Mama bekommen hast? Tja, einführen. Wow. 1000 Stutz. Das ärgert, ja. Ich habe nie 1000 Stutz gekriegt, so einfach so auf Weihnachten. Doch, ich habe mal auf Konfirmation von meinem Onkel einen 1000er bekommen und ich habe noch nie so viel Geld gehabt. Aber ich habe es gerade wieder ausgeben fürs Töffli. Ja, gut, Konfirmation. Da müsste ich mal zusammenrechnen. Aber auf Weihnachten, das ist halt Schweiz.
Das finde ich schon geil. In der Schweiz kannst du wirklich auf. Ich meine, wo auf der Welt kriegst du auf 1000 Stutz von Großeltern auf Weihnachten? Ich weiß von Leuten, das sind so. Der Kollege vom Vater, wo nicht mal wirklich verwandt ist, auch immer irgendwie. Ein Violett. Ja. Ein Violett auf Weihnachten. Sehr schön. Also, wir haben alles gekriegt: Feedback, Kompliment. Abfall, Entrümpelungs-Story und nochmal eine Abfallgeschichte. Ich glaube, mit dem ist das Thema auch beendet, aber schreibt weiter, Fragen sind noch keine gekommen. Man kann auch gerne Sachen fragen. Und mich, wie man ja gehört hat, Achtung, meine ehrliche Offenheit, mit meinen eigenen Stärken und Schwächen umzugehen und mein aufmerksames Eingehen aufs Gegenüber, die ist sicher brauchbar für Fragen. Absolut, ja. Hat dich ja wirklich gut analysiert, ja. Wenn euch etwas beschäftigt, einfach Bescheid geben. Und ja, dann werde ich immer wieder mich auch solo melden. Nächste Woche noch normal sozusagen, übernächste Woche noch normal und dann geht es los im Juli. Immer 2 Folgen, Dienstag solo, Freitag mit Gast oder Gästen weiterhin. Das ist doch cool, dann sind wir die ganze Woche durch gut versorgt. Richtig. Und du gut beschäftigt. Also. Ja, und darum eben halt auch nicht immer mit dir, weil egal wo ich bin, kann ich das dann schnell aufnehmen, einschwätzen, behandeln etc. Und die Mailadresse, die wird ja auch jetzt schon aktiv genutzt und es wird wahrscheinlich noch mehr, so wie ich mir das jetzt da vorstellen kann. Ja? YouTube kann man dann auch mal anschauen, ob man dort auch noch das eine oder andere vorliest. Aber wir bleiben jetzt mal bei dem. So, das für den Moment. Comedy im OC, 24. Juni 2021 mit einem Bombe-Line-Up. Und am 2. Juli spiele ich mein einziges Solo-Termin innerhalb von fast einem Jahr, nämlich in Unterwasser, St. Gallen, im Zeltheiner. Kommt dort vorbei, Tickets auf meiner Webseite joelvonmutzenbecher.ch und wir hören uns und sehen uns in einer Woche wieder. Danke, Christoph. Danke dir. Bis bald. Bye, bye, bye. We'll be right back.